Hi, hier ist wieder euer Sternleser. Heute zeige ich euch mal meinen Kanonier, wie man denn so ihn spielt und wie man denn so ungefähr seine ganzen Skills benutzt. So, ich überlege, was ich denn jetzt mache. Ich glaube, ich zeige euch mal, welche Initialen wir denn euch mal, um das zu zeigen. Rote Farbe, nehmen wir denn mal schönes. Na, da mag ich nicht rein. Genau, gehen wir da mal hin. Zeigen wir euch mal Boreas Turm. So. Und zwar dann die Exo-Variante. Da. Heißt aber jetzt hier Illusion. Aber egal. So, und beim Kanonier. Es ist ganz wichtig, immer sobald wenn ich hier 100 habe, sofort diesen Skill nutzen und gleichzeitig zu versuchen, ist zwar nicht immer möglich, das nebenbei zu laufen, weil dann verliert er immer nur 2 anstatt 4. So, ansonsten könnt ihr nämlich jetzt hier aktivieren, das, loslaufen. So, hier ist natürlich jetzt eigentlich egal, hier was hier benutzt, Skills. Weil der eine Skill zum Halten, der hier, ist eigentlich nur interessant, wenn ihr halt beim Bossfight seid oder so. Weil sonst ist das, wird er zu schnell unterbrochen, weil die ganzen Ads und Mobs hier zu schnell kippen und dann lohnt es sich nicht, den zu aktivieren. So, weil wenn der hier frei ist, immer sofort das Drehchen hier benutzen, die magische Kette. Dann alle anderen Skills, bei den 100 wieder aktivieren. So, jetzt habt ihr wieder eine verstärkte Version von euren Fähigkeiten. So, jetzt kommt gleich ins Gefängnis. So, sieh mit denen an. Mal benutzen diese Skin, weil dieser Skin durch die Rüstung wird er zum Dreiergeschoss. Sonst ist er nur ganz normal einer. Jetzt bin ich gleich auf 0. So, unten. In der Ex-Version bekommt ihr auch hinten die drei Uhren noch dazu, damit ihr starten könnt. So, am besten ist immer vor dem Boss, immer so, um das auf 100 zu kriegen, weil damit ihr nämlich gleich die ganzen Fähigkeiten habt. So, jetzt könnt ihr schon mal gucken, das ist gleich aktiv. Das ist aktiv, zack, zack. Und so alle durch. Und dann haltet ihr ihn. Dann ist er meistens schon futsch. Also, wie ihr sehen könnt, macht er meistens immer 4-2, 4-2, 4-2. Manchmal auch 2-2 hoch. Dafür ist der eine Skill verantwortlich, wo ihr die Skill habt, oder die Fähigkeit wohlgemerkt, womit das von 5 auf 4 und von 1 auf 2 geht. Ich kann es nicht so tun. Ich habe noch 2 anstatt 4. Na, wollen wir das total nicht durchlassen? Ja, so sieht das Ding jetzt nicht. Wenn ihr kurz vor 100 seid, könnt ihr das nicht aktivieren, sondern dann aktivieren die Fähigkeit. So, wieder beide laufen lassen. So, alles futsch. So, das ist die Fähigkeit von Magier. Die benutze ich ab und zu mal. Nicht immer. Und dann halt das andere Skill so frei sind. Und ich halt nicht den hier verschwenden möchte. Weil irgendwie, das ist halt nur am besten halt, wenn ihr starke Gruppen habt, wo es nicht aushalten. Wie halt jetzt hier Übungsplatz, diese verschiedenen Versionen, auch so draufgeklickt.
hätte wie jetzt hier solche großen Dinger, aber da ich jetzt was war hier ein Fernvisier, so deswegen der ist so schon gekippt, deswegen hat es sich nicht lohnt, den zu aktivieren, aber egal, man kann ihn trotzdem ab und zu mal benutzen, nur halt dann brauchen wir ihn nicht halten. Einfach alle Fähigkeiten einmal benutzen. So, da wir jetzt gleich beim Boss sind, mache ich jetzt alles auf. Ich mache jetzt mal ein bisschen weit hoch. Da muss ich alles bis hoch zu machen. So, jetzt aktiviere ich das. Wenn ich schon ein bisschen hochkomme. Bin ich nah dran. Wird zwar nicht ganz funktionieren, aber jetzt ist er oben. Er hat mich natürlich gestunt, aber dank dem Dot von dem hier ist er natürlich jetzt gestorben. So, das war es jetzt soweit vom Kanonier. Wie gesagt, am besten ist es immer, wenn ihr diese, den magischen Schild und die Kette in Kombination habt. Ist wie ihr seht, nicht immer möglich. Aber ist am besten, sonst sind immer mit diesen Fähigkeiten, diesen vielen, immer das hoch zu machen, um auch schnell auf 100 zu kommen. Ja, das war es dann soweit, diesen, was ich so zeigen wollte, wie man so denn den Kanonier spielt. War zwar jetzt eine einfache Ini, war ja auch Solo, da kann man nicht recht viel sehen, weil alle ziemlich schnell umkippen. Die Gruppe möchte ich jetzt nicht versuchen. Ich schaffe es, das weiß ich, habe schon mal getestet. Aber ihr wollt mich ja nicht immer nur sterben sehen, und ihr wollt ja auch was sehen, wie man denn so spielt. Oh, das war's. Wir erstmal von meiner Seite, wenn ihr noch Verbesserungsvorschläge habt, wie man denn noch besser spielen kann oder wie die Skills noch besser einzusetzen, könnt ihr das gerne in den Kommentaren schreiben. Ich verabschiede mich jetzt hiermit. Man hört sich das nächste Mal. Euer Sternleser sagt ciao.